Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Transocean, the Shipping Company. So, wir waren stehen geblieben und zwar, wir müssen nach Sydney irgendwo kommen, irgendwie kommen mit unserer Horizon. Die ist jetzt schon auf dem Weg nach Melbourne mit einem Terminauftrag, genau. Und ich hoffe, dass dann wir irgendwie was für Sydney haben, weil wir müssen da irgendwie den Hafen freischalten. Das nächste wäre die Cinolino. Oh, die ist gleich angekommen. Das heißt, wir haben hier unseren Firmenvertrag dann auch erfüllt, kriegen Kohle. Und die Black Mary ist auf dem Weg nach hier oben, auch Firmenvertrag und zwar ein richtig dicker Fisch. 29,6 Millionen kriegt man, wenn wir den erfüllen. Innerhalb von 319 Tagen 5460 TEU Stahl von Petersburg nach, ja, wie auch immer. Das heißt, fahren über 2000 TEU können wir mit einmal laden. Das heißt, wir fahren also dreimal müssen wir hinfahren. Und das sollte zeitlich auch, ja, problemlos schaffbar sein. Werden wir wahrscheinlich nur circa die Hälfte der Zeit brauchen. So, Cinolino kann anlegen. Und das machen wir jetzt gleich mal. Und dann, oh, wir sind jetzt berühmt. Na, holla die Waldfee. Das freut mich ja. Zum Hafen. Haben wieder ein bisschen Geld gekriegt. Und haben einen Firmenvertrag erfüllt. Genau, hier haben wir jetzt aktuell nur noch zwei Firmenverträge. 1300 von Honolulu, bla bla bla, von Hamburg nach Matra. Wir sollten immer schauen, dass wenn wir hier Aufträge annehmen, wir quasi vom Ausgangsort, also der Ausgangshafen dass wir in diesem Hafen schon mal gewesen sind, weil sonst haben wir nämlich jetzt gerade das Problem wie ich mit Sydney. 27 Millionen ist natürlich heftig. Das ist natürlich echt heftig. Aber das können wir leider aktuell nicht machen. Weil mit diesem Schiff haben wir auch noch eine schöne Ladung radioaktive Ware nach Lima. Wir schauen mal, haben wir irgendwas in der Nähe? Lima ist dort. Wir könnten theoretisch nach Quebec. Ah ne, Lebensmittel können wir nicht nehmen. Nach Santos könnten wir aber. Da hat man auch nochmal radioaktive. Oh, das sieht gut aus. Erstmal, dadurch, dass wir natürlich hier Vollgas gegeben haben, müssen wir voll tanken. Und schauen wir in unserer Auftragsliste radioaktive Ware nach Los Santos, Brasilien, meine lieben Freunde. Da wollte ich schon immer mal hin. Terminauftrag. Wir brauchen 24 Tage bis darüber. 72 Tage haben wir Zeit. Allerdings jetzt nur, wenn wir Vollgas fahren. 48 Tage ist auch noch vollkommen in Ordnung. Das heißt, den nehmen wir auf jeden Fall noch an. Dann haben wir hier auf dem Schiff radioaktive Waren im Wert von 12 Millionen, von fast 13 Millionen. Und das lohnt sich natürlich. Ablegen. Wir fahren einmal nach Santos. Und danach fahren wir dann endlich nach Lima mit der Cinolino. So wird's werden. Ablegen. Und gute Reise, Cinolino. So. Wo sind die anderen Schiffe? Da unten fährt unsere Black Mary, unseren Terminauftrag, nee, unser Firmenvertrag. Und hier die Horizon, die ist auf dem Weg nach Melbourne. Okay, die ist gleich in Lima. Ja, bereisen wir hier schon die ganze Welt. Das ist natürlich unglaublich. 26 Millionen. Wir sollten uns dann auch mal Gedanken machen, wie unsere weitere Strategie sein wird. Jetzt haben wir natürlich nochmal 21 Millionen gekriegt. Und jetzt wird es langsam interessant mit unserem Geld. So, wir müssen für 1,2 Millionen voll tanken. Aber es ist natürlich ein unglaublich niedriger Spritpreis. Das ist sehr gut. Und wir müssen wieder zurück nach Sankt Petersburg, meine lieben Freunde. Wir müssen zurück nach Sankt Petersburg. Und die hier, mit der habe ich noch ein bisschen was vor. Und deswegen möchte ich das Schiff hier eigentlich nochmal verbessern, wenn ich ehrlich bin. Und zwar würde ich mir ganz gern mal hier noch ein paar Lizenzen kaufen. Wir können ja mal ruhig hier ein paar Tage liegen. Schiff verbessern. Dann würde ich hier ganz, ganz gerne noch das hier. So, und dann ist die in 6 Tagen wieder bereit. Ich glaube, das dauert jetzt 6 Tage. Das heißt, 67%. Wir könnten natürlich jetzt auch noch mal für 8 Tage, okay. Für 8 Tage, für 1,2 Millionen auf 87% reparieren. Das müssen wir halt auch machen. Schiffswartung ist das A und O. Bereit in 14 Tagen. Okay, das wird addiert. Das wusste ich nicht. Naja, gut. Egal.
Ja gut, jetzt ist vorbei, ist egal, ist wurscht. 14 Tagen ist bereit. Wir haben für den Auftrag hier oben genügend Zeit. Wirklich genügend Zeit. So, 17.000 kostet uns übrigens die Liegegebühr hier oben. Das ist relativ günstig. Horizon ist bereit zum Anlegen in Melbourne. Das freut mich. Bitte, 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 bitte. Bitte. Melbourne freigeschaltet. Treibstoff ist sehr günstig. Da tanken wir auch gleich voll. Bitte lass was für Dingsbums hier haben. Bitte, bitte, bitte. Oh nein, 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 nein. Wir müssen nach Sydney. Wie kommen wir nach Sydney? Kann mir das jemand verraten? Wir brauchen einen Auftrag für Sydney. Shit. Schiff verbessern. Ist das ein Feeder eigentlich? Oder ist das schon Panamax-Klasse? Schiffsstatus. Ne, ist schon Panamax. Na, ist der Kleine. Ach, Mann, ey. Inwandpolsterung. Wir machen mal verbessern. Dauert 2 Tage. Vielleicht kriegen wir dadurch neue Aufträge. Neue Aufträge, okay. Und die Black Mary ist irgendwas. Auftragsliste. Absolut nichts für Sydney. Das ist zum Heulen. Das ist wirklich zum Kinderkriegen. Moment, wir müssen mal ganz kurz auf die Weltkarte switchen. Hallo. Chinolino ist noch unterwegs. Was ist jetzt hier? Neue Aufträge verfügbar. Black Mary wurde repariert und steht bereit. Ah, die Black Mary ist fertig. Schiffverbesserung. Sind auch schon eingebaut. Okay. Auftragsliste. Haben wir was für St. Petersburg? Wir müssen nämlich nach St. Petersburg. Könnten natürlich auch hinten rumfahren. Nach Bangkok. Lebensmittel wärmer nie fahren können. Das ist das Problem. Lasst uns mal... Auckland. Wir fahren mal Luxusgüter für 13,2 Millionen nach Bangkok. Von Bangkok können wir ja dann hier nach oben nach St. Petersburg. Das sollte kein Problem sein. Bestätigen. Ablegen. Bangkok. Und ablegen. So, kann man nämlich gleich hier hinten rumfahren. Ruf ist gesunken. Sie sind nun angesehen. Warum? Neue Aufträge verfügbar, durch den Sinnruf, wenn kein Luxus... Was? 2,6 Millionen wieder abgebucht. Stopp, 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 stopp. Oh Gott, Gott, Gott. Sydney! Jawohl! Nice! Auftrag annehmen, bestätigen, ablegen und ab nach Sydney. Zack, 3 Tagen sind wir dort. Huh, gut, sehr gut, klappt. So stelle ich mir das vor. Genau so stelle ich mir das vor. Wir schauen mal ganz kurz hier ein angenommenes Dingsbums. 54 Tage haben wir da nur noch. Oh. Da müssen wir uns beeilen, meine lieben Freunde. Anlegen in Sydney, aber jetzt ganz flott. Zum Hafen. Auftragsliste. Wir sollen Antiquitäten nach Hongkong, war das, ne? Ja, ja, Hongkong auf jeden Fall. Von Sydney nach Hongkong, das ist, glaube ich, dürfte doch gar nicht so weit sein. Moment. Entschuldigt bitte, vielmals. Ne, das ist gar nicht so weit, 26 Tage. Müssen natürlich nur schauen, wie viel wir hier mit einmal wegkriegen. Reichlich, so wie es aussieht. So wird man wegkriegen 2400 und so wird man wegkriegen mehr. Okay. Und dann machen wir das so. 2551 haben wir jetzt geladen. Das ist eigentlich komplett ausgereizt. Bestätigen. Das muss alles nach Hongkong ablegen und wir düsen nach Hongkong. 26 Tage. Das wird nichts. Vollgas, 11 Tage. So sieht's aus. Och, Alter, das ist doch ein Scherz, oder? 21 Mille schon wieder Investorenanteile?
Ey, das ist doch wirklich, also das ist doch, ey. Ohne Mist, Luxusgüter haben wir noch 12, ja genau, haben wir nach Anchora gefahren. Hof ist wieder gestiegen, berühmt. Wir müssen nach St. Petersburg, meine lieben Freunde. Gibt es hier was für uns nach St. Petersburg? Hamburg hätten wir. Hamburg ist ganz gut. Rotterdam wäre auch ganz gut. Nehmen wir Rotterdam, Spielzeuge, Terminauftrag. Könnten wir eigentlich Hamburg noch mitnehmen, oder? Die sind direkt nebeneinander. Nehmen wir Hamburg noch mit. Jawohl. Bestätigen. Und dann düsen wir... Okay, wir brauchen Benzin. Schiffsstatus. Wir brauchen Sprit. Ohne den wird es nichts. 1,6 Millionen. Eieiei. Ablegen. Düsen wir als allererstes nach Hamburg. Nach Felixstowe. Ne, wir wollen nicht nach Felixstowe. Nach Rotterdam. Als allererstes bitte nach Rotterdam. Danach nach Hamburg. 24 Tage. Wir schaffen es so, aber mit Ach und Krach. Alter Schwede, da darf aber nichts passieren. Ablegen. Oh, was ist los? Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Das schaffe ich jetzt nicht. Das Problem, ich habe noch zwei Firmenverträge und habe nur noch dann eine Feeder. Die zwei Panamax, die sind schon unterwegs für zwei, wie gesagt, Firmenverträge und ne, den muss ich abbrechen. Geht nicht anders. Geht nicht anders. Wir schauen mal kredittechnisch, wie viel wir noch abbezahlen müssen. Saldo 12,4 Millionen. Okay. Diagramme, Kredite. Wie sieht es hier aus? Monatliche Rate. Wir haben... Boah, müssen noch 27 Mille abdrücken. Hier noch 47 Mille. Okay, also das ist, also reichlich noch. Sehr reichlich. Okay, aber das macht nichts. Wir wollen noch eine Zweigstelle einrichten. Das würde ich nämlich gern machen. Und jetzt ist nämlich, glaube ich, auch der Punkt gekommen dafür. Weil ich würde meine Zweigstelle gern in Hongkong einrichten. Wenn wir uns nämlich jetzt mal... Moment, stopp. Wenn wir uns jetzt mal die Weltkarte anschauen... Finde ich, wäre es optimal, quasi hier von Rotterdam und von Hongkong. Das ist quasi genau auf der anderen Seite. Wir haben super kurz hier bis hier rüber in die USA. Von hier erreichen wir von hier aus super die USA. Und ich finde, Hongkong ist natürlich eine sehr, sehr, sehr große Metropole. Und hier würde ich gerne meine Zweigstelle errichten. Ja. So schnell geht's manchmal. So, und jetzt schauen wir mal, was das uns kostet. Ja, wir errichten jetzt doch erstmal noch keine Zweigstelle in Hongkong. Da leider die Zweigstelle 50 Millionen kostet. Ich weiß nicht warum. So, haben wir was für Sydney? Natürlich nicht. Warum nicht? Für Melbourne hätten wir was. Für Melbourne. Naja, dann können wir wenigstens was mitnehmen, dass wir den Sprit hier wieder rauskriegen. Dann können wir halt weiterfahren nach Sydney. Ausgewählte Aufträge annehmen. Bestätigen. Wir müssen ja zurück nach, ne? Ihr wisst schon. Ablegen. Nicht genug Treibstoff, ich weiß. Wie teuer ist der Sprit? Naja. Ablegen nach Melbourne. 13 Tage. Moment mal, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch, weil ich hier so hin und her rase? 41 Tage, wir müssen hin und her rasen. Okay. Ablegen. 13 Tage. Ach du Scheiße, das wird echt knapp. Ablegen. Cinolino ist bereit zum Anlegen. Oh yeah. Und dann haben wir die ersten 7,1 Millionen für die radioaktiven Waren kassiert. Oh, guter Ruf, Luxusgüter zum Hafen. Einmal volltanken, bitte, meine lieben Freunde. Auftragsliste. Wir wollen nämlich jetzt weiter nach Lima. Vielleicht haben wir noch was für Lima. Nö, leider nicht. Lima ist dort. Könnten natürlich noch radioaktive Waren nach San Antonio. San Antonio ist etwas weiter unten wie Lima. Ja, das passt. Können wir mitnehmen. Auf jeden Fall. Die Cinolino, die wird ja zum radioaktiven Händler so langsam. Ein Wahnsinn. Auf jeden Fall, ey.
So, warte, seht ihr, und dann fahren wir jetzt hier nicht nach Lima zuerst, sondern fahren zuerst nach San Antonio und dann fahren wir direkt weiter nach Lima. Und dann passt das. Ablegen. Jawohl. So, Cinolino fährt weiter. Die Black Mary, die düst nach Rotterdam. Dann müssen wir nach St. Petersburg. Dann müssen wir rüber wieder nach Anchor irgendwas. Neue Firmenverträge, wer von Rotterdam hat neue Schiffe. Und der Kredit ist auch wieder abgegangen. Wir haben fast 50 Millionen auf dem Konto übrigens. Ne? Nochmal so zur Info. Und wir legen an. Piraten sind aufmerksam und durch den guten Ruf verlangen Hafenweise jetzt noch weniger Liegegebühren. Das finde ich sehr gut. So, guter Ruf steigt und steigt und steigt zum Hafen. Wir schauen nur ganz schnell, haben wir was für Sydney. Weil da fahren wir jetzt hin. Natürlich nicht. Ablegen. Auf nach Sydney. Einen Tag. Ablegen. Und anlegen. So. Treibstoff ist sehr günstig. Dann einmal voll tanken, wenn der Treibstoff sehr günstig ist. Nicht ablegen. Auftragsliste. Nach Hongkong, meine lieben Freunde, Antiquitäten. So, einmal. Zweimal. Mhm. 2500, so, ich glaube, wenn wir die drei Stück annehmen, sind wir besser dran, wie wenn wir die anderen zwei nur machen. Nämlich 2000, 1900, 2550 ungefähr. Ja, 2554, da steht es ja auch. Wie viel müssen wir noch hinbringen? Wir müssen noch 2551. Nee, haben wir abgeliefert. Haben wir die jetzt abgeliefert oder müssen wir die noch hinbringen? Das weiß ich jetzt nicht. Für 2551, ich glaube, die müssen wir noch hinbringen. Auf dem Schiff. Warte, jetzt, hat er nicht angenommen oder was? Warte mal, nee, welcher war denn das jetzt? Nee, der war das, glaube ich nicht. Der war das, der und der. 2554 und 2551 müssen wir, glaube ich, noch hinbringen. Das passt. Bestätigen. Und wir legen natürlich ab nach Hongkong, meine lieben Freunde, und ablegen. Und hier machen wir ein kleines Päuschen, würde ich sagen, und sehen uns morgen wieder. Es macht so viel Spaß. Ich fange ja einmal an zu spielen und ja, bin hier 1-2 Stunden durchgehend ohne Probleme am Zocken, ohne dass mir langweilig wird, ohne dass ich aufhören muss hier oder ohne dass ich quasi so keinen Bock mehr habe zu kommentieren oder so. Es ist einfach cool, es gibt viel zu erzählen. Das Spiel ist super nice. Ich kann es wirklich, egal wer, wem, ich kann es nur empfehlen. Wer es haben möchte, kauft es euch. Es ist das Geld wert, definitiv. Und ja, in diesem Sinne, lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.